memories are worth it, sign of music. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal auf German HD. Und zwar habe ich krasse Neuigkeiten für euch Leute, und zwar steht das nächste DLC vor der Tür. Dieses DLC hat Rockstar heute erst angekündigt und ist auch bestätigt worden, und hier sind wir direkt mal an meinem PC. Und zwar habe ich mal hier für euch den Rockstar Newswire aufgerufen, um euch das Ganze zu bestätigen, dass es wirklich echt ist und kein Fake. Und zwar wird uns dieses neue DLC im Dezember erwarten, und das heißt Import-Export-DLC. Und was gibt es zu diesem DLC zu sagen? Es kommt auf jeden Fall im Dezember. Und was haben wir von diesem DLC? Leute, das Geilste daran ist eine Garage bis zu 60 Autos. Das heißt, wir können 60 Autos, Leute, 60 Autos in eine Garage stellen. Und diese Garage ist auf 3 Stockwerke aufgeteilt. Das heißt, eine Garage mit 3-stöckige Garage, wo wir maximal 60 Autos platzieren können. Also von sowas habe ich schon immer mal geträumt. Und also, möchte ich beibehalten, danke. Auf jeden Fall, von sowas habe ich immer geträumt, sowas in GTA mal zu haben, weil so eine 10er Garage reicht einfach nicht aus. Und ich würde sagen, wir schauen uns hier das Bild einfach mal zusammen an und öffnen das mal einfach hier in einem neuen Tab. Da, so haben wir es nämlich auf Großbild jetzt. Und hier ist es einfach so abnormal geil. Das sieht für mich einfach richtig, richtig nice aus. Und was auf diesem Bild ganz klar zu erkennen ist, sind auf jeden Fall schon mal 2 neue Fahrzeuge. Einmal das hier und einmal das hier auf dieser Plattform da. Ich denke mal, diese Plattform ist dafür da, dass wir die Fahrzeuge rauf und runter bewegen können, so wie wir das stellen möchten. Also, dass wir die Fahrzeuge individuell verstellen können, je nach Etage. Unten die Supersportwagen, in der zweiten Etage die Sportwagen und. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Ist auf jeden Fall richtig, richtig geil. So, und was haben wir zum nächsten Bild zu sagen? Zudem ist nicht viel zu sagen. Ist ja nicht wirklich viel zu sagen, also können wir nichts zu sagen. So, das nächste Bild ist das hier. Dazu können wir auch was sagen. Und zwar wird es so sein, dass jede Garage, ich weiß jetzt nicht, ob die ganze Garage oder jede Garageebene, auf jeden Fall wird die Garage eine separate Tuning-Werkstatt haben. Das heißt, in Ebene 1 wird eine separate Tuning-Werkstatt sein, Ebene 2 und Ebene 3. Oder halt für die komplette Garage eine Tuning-Werkstatt. Das kann ich euch leider noch nicht sagen. Das habe ich vorhin 3 oder 4 Mal hintereinander auf jeden Fall gesagt. Das ist auf jeden Fall richtig geil. Hier auf dem Bild können wir jetzt kein neues Fahrzeug erkennen, oder ich erkenne auf jeden Fall keins. Wenn ihr eins erkennt, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare, aber ich sehe auf jeden Fall keins jetzt. Was ich da hinten in der Ecke sehe, sind wieder Autos unter der Plane. Das ist wieder auch so ein kleines Rätsel, was Rockstar da versteckt hat. Genauso wie mit dem Lowrider DLC, da steht ja auch in den Bennys ein Supersportwagen unter der Plane. Das wird auch irgendwann so weit kommen, dass wir dieses Auto auch irgendwann tunen können. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. So, schauen wir uns das nächste Bild an. Und da kommen wir zu dieser geilen Karre hier. Ist auf jeden Fall ziemlich geil. Und ihr könnt schon sehen, was dieses Bild zu verdeutlichen hat. Dass wir wohl mit diesem Autos, wenn wir entgegenkommende Fahrzeuge damit rammen, dass wir sie nicht wegrammen, sondern dass die entgegenkommenden Fahrzeuge, die auf uns drauf treffen, einfach über uns drüber geschleudert werden. Ist auf jeden Fall richtig cool. Ich denke mal, wenn man so auf dem Highway rumrast, dann wird das schon den einen oder anderen so richtig Spaß machen. Oder auch generell so random Autos, NPC-Autos oder andere Online-Spielern so damit zu ärgern. Wird auf jeden Fall ziemlich Spaß machen. Das Auto sieht jetzt nach nichts aus, ne? Ist jetzt nicht wirklich schön, aber der Sinn dahinter ist doch wohl klar verständlich. Gut, mehr ist zu diesem DLC leider noch nicht zu sagen. Mehr an Rockstar Games leider noch nicht bekannt gegeben. Und wenn ich weitere Informationen für euch habe, lasse ich euch das natürlich sofort wissen. Was haltet ihr von diesem neuen Update? Und was haltet ihr von dieser 60er Garage, Leute? Das ist einfach nur abnormal geil. Und
da es jetzt so eine 60er-Garage geben wird und dass jede Garage eine eigene Tuning-Werkstatt besitzt, Leute, da werden wieder Money Glitches en masse kommen. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und ja, was sagt ihr auf jeden Fall zu dieser kleinen Neuigkeit? Ist ja noch nicht alles bekannt, das war jetzt nur ein kleiner Teil, der bekannt ist. Aber was sagt ihr dazu? Und schreibt das Ganze mal unten in die Kommentare rein, meine Freunde. Würde mich auch riesig freuen, das zu lesen. Weil meine Meinung ist natürlich, selbst beim Glitchen, beim Autos duplizieren ist es so, man konnte immer nur 10 Stück in eine Garage packen. Und wenn man jetzt, stellt euch einfach mal vor, 60 Karin Sultan RS voll aufgetuned in dieser Garage. Leute, und jedes Auto verkaufen für 800.000. Leute, das wird einfach nur mega. Aber das ist eigentlich nicht der Sinn dahinter wegen den Money Glitches. Aber ich finde die Idee generell ziemlich geil mit der 60er Garage. Aber wie gesagt, schreibt mir eure Meinung dazu doch einfach mal unten in die Kommentare, Freunde. Und da wäre ich mit diesem Video auf jeden Fall erstmal durch. Wenn es euch gefallen hat und euch dieses Update gefällt, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, meine Freunde. Und dann würde ich noch sagen, bleibt gesund, bleibt treu. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video von German HD. Ciao.